Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Simon the Sorcerer 5. Immer noch im Weltraum, hat sich nicht geändert. Nachdem wir Polly jetzt mal demontiert haben, können wir ja seine wertvollsten Innereien jetzt mal in diese Schalltafel rammen. Mal sehen, was passiert. Der Computer hat ein neues Gerät erkannt. Das Gerät konnte jedoch nicht erkannt, ein Treiber nicht installiert werden. Konfigurationen wurden zurückgesetzt. System wird neu gestartet. Beim Speicher der Funktion ist folgender schwieriger Ausnahmefehler aufgetreten. Der Vorgang wurde ausgeführt. Antrieb wird reaktiviert. Koordinaten werden geladen. Bitte warten. Die Koordinaten werden nun angesteuert. Für weitere Hinweise drücken Sie bitte STRG ALT F1. Nein, das werden wir nicht tun. Wir drücken auch nicht ALT F4. Wer unbedingt wissen will, was da passiert, soll er mal drücken. Volle Kraft voraus. Computer, Schub umkehren. Bremssequenz einleiten. Ich befürchte, dass ich das nicht tun kann, Simon. Der Tintenfisch hat sich mit dem Antrieb verheddert. 15 Sekunden bis zum Einschlag. 14. 13. Oh mein Gott! Wir werden alle sterben! 10. Ah! 7. Wollen Freunde Sumpfsuppen-Henkers-Mahlzeit? Nein. Dafür ist doch gar keine Zeit. Ha, hat das Ganze also doch sein Gutes. 3, 2, 1. Noch einen schönen Tag. Schön festgeklebt. Oh, au, aua. Mein Kopf. Was ist passiert? Oh. Hey! Hey! Bist du wach? Wo sind denn alle? Hallo? Hallo! Komisch, niemand da. Ach herrje, wo kommen die denn auf einmal her? Hilfe! Hector! Hector, wo schrie? Ist ja schon gut, ich komme mit. Oh, ich habe fiese Kopfschmerzen, oh. Achtung, Zustand der Blutpilzsysteme kritisch. Schiffsstatusreport. Status Minibar zerstört. Status Mannschaft, Ruhrkäppchen K.O. Sumpflink K.O. Polly K.O. Simon gefallen. Nur Protokoll Omega eingeleitet. Neuer Kapitän Wolf. Scanne Missionsstatus. Auge des Todes feuert auf Zauberwelt in Zeitfenster Alpha Kappa Kappa. Primäres Missionsziel Kapitän, Hauptcomputer des Auge des Todes abschalten. Sekundäres Ziel überleben. Viel Glück, Kapitän! Beim Rüsselköpfigen, das wurde aber auch Zeit, dass ich endlich hier rauskomme. Du da! Ja, genau du! Jetzt verstehe ich, warum ich hierher geschickt wurde. Du bist es, der legendäre Ausrangierte, der, auf den unser Volk noch niemals gewartet hat. Und dessen Ankunft aus irgendeinem Grund dennoch innig erwartet wurde. Schau mich an, oh Ausrangierter, wenn ich mit dir spreche. Du weißt doch, wer ich bin, oder? Du musst es doch wissen. Wenigstens spüren musst du es. Ich bin Jonas, der Meister der Kraft. Dein Meister. Mein Kopf, auweia, mein Kopf. Trinken, ich brauche was zu trinken. Na, vielleicht auch diese seltsamen Visionen auf. Gibt's denn hier nichts? Ja, du machst deinem Titel alle Ehre. Bist du doch die erbarmungswürdigste Kreatur des ganzen Universums. Der, dessen Leben über alle Maßen verpfuscht ist. Ausrangierter, ich bin hier, um dir zu helfen. Ich bin hier, um dich auszubilden. Oh, was geht hier vor?
Verschwinde, Kerl! Raus mit dir aus meinem Kopf! Oh, wo ist denn bloß? Gibt's denn hier nicht? Will Flasche! Du hast keinen Durst mehr. Dein Verlangen ist gestillt. Für immer und ewig. Ich habe keinen Durst mehr. Mein Verlangen ist gestillt. Für immer und ewig. Die Kraft, die in dir ruht, findet nun einen Weg an die Oberfläche. Du fühlst dich frei und bereit für neue Erfahrungen. Die Kraft, die in mir ruht, findet nun einen Weg an die Oberfläche. Ich fühle mich frei und bereit für neue Aufgaben. Gut, gut. Kommen wir nun zur Ausbildung. Wie ich sehe, befinden wir uns in einer höchst ungewöhnlichen Situation und das endet meist in sinnloser Hektik. Also gut, nehmen wir also die Kurzfassung. Gut, gut. Ich komme nun zur Ausbildung. Hör auf mit dem Quatsch. Wir müssen uns jetzt auf das Wichtige konzentrieren. Also hör mir jetzt gut zu und lerne. Habe Teil an meiner Weisheit. Ich lehre die Kräfte des Gedankenlesens, des Gedankenkontrollierens, der Vorhersehung und der Telekinese. Was kann ich dir beibringen, o Ausrangierter? Und damit erstmal hallo und willkommen, ja, im Kapitel Nummer 6, dem letzten Kapitel von diesem Spiel. Ja, wer der kleine Kerl darstellen soll, ist ja wohl klar. Und das ist eher Obi-Wan. Aber wenn er Obi-Wan darstellt, müsste er Yoda eigentlich kennen. Aber egal. Vielleicht soll er Luke darstellen. Wurscht. Lehre mich die Kraft des Gedankenlesens. Lehre mich die Kraft des Gedankenlesens. Ich denke nun an eine Zahl zwischen 0 und 9. Schüler, setze deine Kraft langsam und gezielt ein. Tintenfischüberreste. Welche Zahl ist es? Drei. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich besser konzentrieren. Sag mal, woher kommst du eigentlich und was hattest du in dem Tintenfisch zu suchen? Ich wurde vom Konsortium ausgesandt, dich zu finden und die Kraft zu lehren. Denn du bist der Ausrangierte, der, auf den wir nie gewartet haben. Ja, danke, das sagtest du schon. Aber wie bist du in den Tintenfisch gekommen? Nun, bei Kilometerkreis 3092 verließen mich meine Kräfte. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste. Ich stürzte ab. Eigentlich hatte ich sogar mit meinem Leben schon abgeschlossen. Aber da fand ich plötzlich Halt an etwas Glitschigem. Erst konnte ich mich dank meiner Balance ganz gut halten. Doch dann kam ich ins Rutschen und fiel vornüber in einen tiefen Schlund, wo mich ein Sog vollends von den Füßen haute. Am Ende fand ich mich in einem schleimigen Raum wieder. Das war dann wohl der Magen dieses Tintenfisches. Nun ja, es gibt schlechtere Reisemöglichkeiten. Wenige, aber es gibt sie. Meister, lass mich an... So, nochmal. Lehre. Ich denke nun an eine Zahl zwischen 0 und 9. Schüler, setze deine Kraft langsam und gezielt ein. Welche Zahl ist es? Jo, soll ich das wissen? 1. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich Ach so. Weiß. Ich habe was falsch gemacht. Lehre mich Ich denke nun an eine Zahl zu... Ich muss hier im Inventar. So, Gedanken lesen. Ungeübte, ja, Gedanken lesen. Auf Jonas. Welche Zahl ist es? Sieben. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich besser konzentrieren. Ich denke... Habe ich einen falsch gemacht?
Jonas. Achso, das hatte ich übersprungen. Die 6. Welche Zahl ist es? Es ist natürlich die 6. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast eine Lektion gelernt. Meister, lass mich an... Die Vorhersehung. Lehre mich die Kraft der Vorhersehung. Wann wirst du zum ersten Mal die Kraft der Vorhersehung benutzen, Schüler? Jetzt? Jetzt. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast eine Lektion gelernt. Was für ein Scheiß. Meister. So, das Gedankenkontrollierens. Lehre mich die Kraft des Gedankenkontrollierens. Und nun bringe diesen Käfer unter deine Kontrolle. Kneif dich selbst! Ein Misserfolg ist noch... Okay. Lehre. Und nun... So, hier kommt auch ein Fehler. Töte alle Nihonia. Ein Misserfolg ist noch... Meist... Und nun? So, nehmen wir dich. Laufe dreimal im Kreis und leg dich dann schlafen. Macht Ausrangierter. Du hast eine Lektion gelernt. So. Meister. Telekinese. Lehre mich die Kraft der Telekinese. Konzentriere deine telepathischen Kräfte auf einen der toten Tintenfischarme. Bewege ihn in die Höhe. Keine Eile, Schüler, sondern ruhig und sachlich. Also Telekinese mit Tintenfischüberreste. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich besser konzentrieren. Konzentriere deine... Und hier? Ein Misserfolg ist noch... Nein. Konzentriere... Was haben wir denn sonst noch? Ja, wo war ich nur noch hier? Ein Misserfolg ist noch kein... Konzentriere deine telepathischen Kräfte auf einen der toten Tintenfischarme. Wo denn noch? Das nicht? Riesiger Tentakel? Tintenfischüberreste. Anders haben wir doch gar nicht. Hier oben hätten wir noch was. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Konzentriere dein... Telekinese, so richtig. Ein Misserfolg ist... Was mache ich falsch? Lehre mich die Kraft der Telekinese. Konzentriere deine telepathischen Kräfte auf einen der toten Tintenfischarme. Bewege ihn in die Höhe. Keine Eile, Schüler, sondern ruhig und sachlich. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal.
Meister, ich verstehe meine Kräfte noch nicht völlig. Was möchtest du wissen, Ausrangierter? Was kann ich mit der Telekinese alles anstellen? Die Telekinese ermöglicht es dir, Objekte aus der Entfernung zu manipulieren. Zu Beginn ist deine Kraft noch nicht zu stark. Beispielsweise kannst du dieses Schiff nicht anheben. Das Bewegen schwerer Objekte erfordert ein jahrelanges, hartes Training. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Konzentriere deine... Ein Misserfolg ist noch... Konzentriere deine Tele... So, jetzt nehme ich hier die Telekinese. Du sagst Tintenfischüberreste. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es noch einmal. Aber du musst dich be... Meist... Konzentriere dein... Also, der ist es nicht. Was wird mir das eigentlich als Hotspot nicht angezeigt? Riesiger Tentakel, der ist also zu groß. Also habe ich hier nur Tintenfischüberreste. Ein Misserfolg ist noch kein... Der ist es auch nicht. Konzentriere... Und die hier? Ein Misserfolg... Meist... Konzentriere... Eigentlich müsste hier irgendwo ein Tentakel kommen. Riesiges Tentakel. Tintenfischüberreste. Fischüberreste. Das sind alles nur Überreste. Ich soll ja ein Tentakel bewegen. Ein Misserfolg ist noch keine Schande. Komm, wir versuchen es. Konzentrier. Okay, also wir haben hier ein riesiges Tentakel. Ach, das Ding. Gut gemacht, Ausrangierter. Du hast deine Lektion gelernt. Danke, Meister. Möge die Kraft mit dir sein. So. Und jetzt ist es lustig. Jetzt können wir nämlich die Vorhersehungskraft mal mit dem Tintenfischüberrast benutzen. Ich sehe Sumpf-Sushi. Und hier? Ich sehe Sumpf-Sushi. Okay. Gut, dann kann man sich schon mal denken, was anschließend mit dem Tintenfisch getan wird. Sehr witzig. So, jetzt können wir das jetzt alles machen. Jetzt haben wir alle Fähigkeiten. Und jetzt können wir hier quasi langlaufen. Und wir müssen im Grunde genommen darüber und die Energiebrücke. Keine Pfote verlieren. Und die Brücke müssen wir jetzt umstellen. Ich will keine Pfote verlieren. Also hier oben, was haben wir da? Was ist das für ein Ding? Das verwirrt mich. Energiebrückenkonsole, die können wir noch ankrabbeln. Die meinte ich eigentlich auch. Die vielen Knöpfe verwirren mich. So, wir können jetzt hier quasi lustig vor uns hindrehen. Seltsamer Knopf, komischer Knopf. Hat nichts gebracht. Mist. Aber deswegen haben wir ja unsere Fähigkeiten bekommen.
Und zwar können wir die Vorhersehungskraft mit hier benutzen. Ich sehe einen fetten grünen Alien daran herumschrauben. Okay. Ich sehe ihn, wie er immer noch hier sitzt und meditiert. Und sitzt und sitzt und sitzt. Eigentlich steht er mehr, aber egal. So, was haben wir hier? Ich sehe es und es sieht genauso aus wie jetzt. Ah ja. Na dann bleibt ja nur noch die Energiebrückenkonsole übrig. Gesehen, seit ich den Billig Lambrusco auf dem Stadtfest getrunken habe. Okay. Machst du es von alleine? Die Knöpfe verwirren mich. Nein, machst du nicht. Gut, dann müssen wir es mal anders machen, weil das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich zücke mein Telefon. Mein Telefonapparat, auch Smartphone genannt. Benutze das nochmal und nehme dann einfach ein Video auf. Nee, nicht Verhörraum. Ich sehe die Honia ein- und ausgehen. So, nochmal. Habe ich nicht mehr gesehen, seit ich den Billig Lambrusco auf dem Stadtfest getrunken habe. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Also. Die vielen Knöpfe verwirren mich. Was habe ich denn hier aufgenommen? Erstmal alles nach oben. Dann. Dann den hier nach links. So, den nach rechts, den nach unten und der Knopf. Tada! Tja, praktisch, oder? So eine Aufnahmefunktion. Juti, nachdem wir jetzt die Brücke hier aktiviert haben, machen wir im nächsten Video weiter, weil es schon wieder reichlich spät. Also, bis gleich. Tschüss!